Ja, wochenlang hörst du nichts in Sachen Transfers bei Hansa und schon ist der nächste Spieler da. Dong Jeong Lee, südkoreanischer Nationalspieler, wechselt von Schalke 04-Ulsan Hyundai zu unserem FC Hansa Rostock. 24 Jahre jung, ein absolut talentiertes offensives Mittelfeld, kann aber auch rechts außen spielen oder im Zentralmittelfeld. Ich bin wirklich sehr, sehr überrascht, positiv überrascht, dass wir hier tatsächlich noch was machen, vor allem weil ja in der Offensive nicht so viel geht aktuell, muss man sagen, mit 5 Treffern nach 6 Spielen ist das ein bisschen mau. Schlechtere Ausbeute als in der letzten Saison. Wir haben zwar mehr Punkte, aber im Offensivspiel, da fehlt ein bisschen Kreativität. Und ich denke, wenn der Dong Jeong Lee fit ist, dann könnte das eine Waffe werden. 900.000 Euro Marktwert, 1,76 groß. Schalke wollte ihn eigentlich behalten. In der Ausstiegssaison konnte er allerdings nur ein einziges Spiel machen, aufgrund eines Mittelfußbruches. Ich lese einmal ganz kurz vor, was der Rufen Schröder gesagt hat. Wir sind nach wie vor absolut von Dong Jeongs Qualitäten überzeugt. Nachdem ihn zuletzt ein Mittelfußbruch ausgebremst hat, kann er in der Hinrunde hoffentlich zeigen, was für ein ausgezeichneter Techniker er ist. Er ist variabel einsetzbar und wird uns in der Bundesliga offensiv Impulse verleihen. Ja, also muss man schon sagen, sie können sich vorstellen, dass er sich in der ersten Liga durchsetzen kann. Warum nicht dann auch bei unserem FC Hansa? Sollte er dann hoffentlich schnell fit sein. Ich weiß nicht, wie das aktuell aussieht, ob er in den nächsten Wochen schon spielen kann. Dann bin ich sehr, sehr gespannt. Also meiner Meinung nach eine Wundertüte, ja, aber auf jeden Fall einer mit sehr, sehr viel Potenzial. Vor 2 Jahren in der K-League, in der koreanischen Liga, hat er 41 Partien gespielt, 10 Tore erzielt und 5 Torvorlagen. Das ist schon wirklich eine ordentliche Quote. Bei den Olympischen Spielen hat er auch nochmal 4 Spiele gemacht, 2 Tore geschossen und dann in der Asien-WM-Qualifikation 4 Spiele, 1 Tor und 1 Vorlage. Warum sollte es bei Hansa nicht klappen? Er bringt hoffentlich die nötige Kreativität rein im Offensivspiel. Ein kleines Problem allerdings könnte die Sprachbarriere sein. Lee spricht nicht so gut Englisch und Deutsch ist auch nicht das Gelbe vom Ei, sage ich jetzt einfach mal. Das habe ich gelesen gehabt. Und muss man einfach mal schauen, ne, wie sich das dann in der Mannschaft so entwickelt. Hertel, du musst da regeln. Bisschen Koreanisch lernen, dann passt das Ganze. Wie seht ihr den Transfer? Könnt ihr gerne auch reinschreiben. Vielleicht auch die Schalker, auch wenn er nur 30 Minuten gespielt hat. Falls ihr das Video zu Van Drongelen noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das jetzt gerne reinziehen. Da habe ich natürlich auch eine kurze und knappe Meinung. Also ich muss sagen, der Dong Jeong Lee kann uns enorm viel bringen. Aber da muss er fit genug sein. Ich hoffe einfach, dass sie das hinkriegen und muss sagen, dass ich von diesen Transfers sehr überrascht bin. Und das wirklich im positiven Sinne. Danke an jeden Daumen nach oben, Kommentar für den Algorithmus, Abo. Hier geht es jetzt auf jeden Fall wieder weiter mit Zweitliga-News-Videos. Ihr könnt auch gerne weitere Vorschläge raushauen. Macht's gut, bleibt stabil, bis zum nächsten Mal.